Henrik Rödl, Gratulation. Ein großes Spiel, ein großer Kampf, ein Derby-Sieg, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre, gelungener Abend. Kann man so sehen, ja. Definitiv ein besonderer Abend auch. Ich glaube, alle Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen. Es war wieder spannend. Jetzt haben wir 3 Spiele hintereinander zu Hause so knapp gewonnen. Das ist natürlich wirklich Balsam auf die Seele, weil wir haben ja auch einiges liegen lassen so während der Saison. Und hat aber auch gemerkt, dass wir einen vollen Kader haben. Wir haben viel gewechselt, wir haben sehr viel Energie gehabt. Und dann einige Spieler, die über sich herausgewachsen sind. Javon Hughes, Riesenspiel gemacht. Ich fand Stefan Schmidt auch sehr stark, aber insgesamt wirklich tolle Mannschaftsleistung. Defense am Ende war Wahnsinn. Also die haben sich wirklich zerrissen, um Bonn zu stoppen. War wahnsinnig spannend am Ende. Dann tolle Würfe von Hughes, um das Spiel zu entscheiden. Also hat es sich heute wirklich verdient. Spieler des Tages auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sowas sieht man auch nicht alle Tage, oder? Dass er den dann noch nimmt und trifft. Das ist auch schon ein bisschen Glück, oder ist das auch Können? Beides wahrscheinlich. Ja, also ich fand in der ersten Halbzeit hat er seine Mitspieler sehr gut in Szene gesetzt, aber seine Abschlüsse waren immer kurz und sahen nicht aus, als hätte er das Selbstvertrauen, da gute Würfe zu nehmen oder schwierige Würfe zu treffen. In der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen vorbeigeschossen hat, dann sehr viel Ruhe aufs Feld gebracht, nicht nur getroffen, sondern halt auch gute Pässe gegeben. Und ich glaube dann, natürlich ist das ein Glückswurf, ja, aber am Ende verdient man sich den natürlich auch vorher, indem man mit sehr viel Selbstvertrauen spielt und das ganze Spiel so annimmt, dann hat man eine Chance, so einen Wurf auch zu treffen, und er hat sich belohnt. Ja, ein großer Sieg natürlich auch für die Fans, war eine tolle Atmosphäre auch heute, und es gibt ja noch ganz viele große Spiele, es war ja beste Werbung für das, was noch kommt. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus, aber ihr sagt natürlich von Spiel zu Spiel und voll konzentriert. Ja, also wir haben natürlich Riesengegner, die jetzt noch kommen. Wir wollen, das war unser großes Ziel, erklärtes Ziel auch jetzt in der Zeit, wo wir zusammen waren, jetzt auch im Trainingslager, dass wir die Endphase der Saison mit Leidenschaft und richtig so, wie wir spielen können, zu Ende bringen wollen. Und das geht natürlich dann auch nur von Spiel zu Spiel, und das war heute ein guter Anfang. Okay, dann blicken wir kurz voraus. Es geht zuerst zum mitteldeutschen WC, vielleicht die Überraschungsmannschaft der Liga. Ich glaube, die haben auch heute, Tübingen müsste es gewesen sein, ganz, ganz deutlich geschlagen. Ja, also MBC ist keine Überraschungsmannschaft mehr, also nachdem sie letztes Jahr schon so gut waren. Für mich ist Silvano Poropat einer der besten Trainer der Liga. Der macht aus sehr wenig unglaublich viel. Die Mannschaft ist immer sehr, sehr gut vorbereitet und sehr gut trainiert und präsentiert sich immer auch als Team. Also habe sehr, sehr viel Respekt vor ihm und vor seiner Mannschaft und wie er das macht. Das war letztes Jahr ja auch in einer ähnlichen Situation. War da für mich schon Trainer des Jahres, und wie gesagt, dieses Jahr ist nicht mehr wirklich eine Überraschung, aber es ist halt schon beeindruckend, wie er diese Mannschaft führt. Okay, vielen Dank.